Eine Lokomotive, die beides kann, mit einem Dieselmotor fahren oder elektrisch unter der Oberleitung. Die Euro-Dual-Lokomotiven der Baureihe 159 werden von Stadler Rail im Werk Valencia in Spanien gebaut. Auf der Berliner InnoTrans 2018 wird die erste Maschine vorgestellt. Das 23 Meter lange Ungetüm ruht auf zwei dreiachsigen Drehgestellen, ist 123 Tonnen schwer, hat eine Leistung unter dem Fahrdraht von 6150 kW und mit Dieselantrieb noch 2800 kW. Werte, die sich sehen lassen können. Inzwischen haben sich viele private Unternehmen für die Zweikraftlok entschieden. Wir haben fast alle in Szene gesetzt. Wir stellen Ihnen die neuen Zugpferde ausführlich vor, sind mitgefahren unter Fahrdraht oder in Dieselbetrieb. Entstanden ist ein anschauliches Porträt einer neuen starken Lok für die Zukunft. Laufzeit 58 Minuten.